Jo Leute, was geht? Euer Schützenfuzzi hier aus dem Livestream. Wir spielen Autoschess Mobile, solange es funktioniert. Bei mir, weil ich irgendwie schon oft rausgekickt worden bin, es nicht funktioniert hat. Deswegen sind wir jetzt hier nebenbei auch im Livestream. Wir werden jetzt nebenbei dann noch die Zähne richtig einrichten, dass ihr dieses Event-Ding, was da links noch an der Seite ist, mit den Donations nicht so im Weg habt. Wo ziehen wir denn das gleich mal? Okay, wir kaufen Erdohr. Falsch geöffnet. Wir sichern uns hier erstmal die erste Starthand. Und nehmen eine Art Anti-Mage mit, ne? Den wir dann auch gleich auf Stufe 2 kriegen. So, jetzt gucken wir mal, wo wir das Ding hier hinschieben. Ich würde sagen, hier hin, oder? Wo wir können es hier sogar draufschieben. Eigentlich stört es da ja nicht. So, das schließen wir mal wieder hier. Ich hatte noch Dota offen, das normale. Vielleicht habe ich es damit gebaitet, dass es funktioniert. Das wäre natürlich cool. Und ich habe mich jetzt wirklich schon mal ein bisschen mehr reingefuchst, glaube ich. Weil ich halt schon drei Runden aufnehmen wollte, die alle nicht geklappt haben. Und daher habe ich schon mal ein bisschen verstanden, das Spiel. Es ist halt wie das normale Dota Autochess am PC. Nur halt andere Charaktere, ne? Ansonsten ist eigentlich alles gleich. Also ich glaube, die haben da sich echt was Cooles hier ausgedacht. Das muss nur noch ein bisschen flüssiger für mich laufen. Dann bin ich auf jeden Fall ready. Weil ich verstehe halt nicht, wie es noch teilweise sein kann. Jetzt bin ich ja live im Stream. Warum dann die Connections abbricht? Additional Arm. Oh lol. Was haben wir denn hier noch mit drin? Druiden? Krieger? Nur Krieger? Eher nur Krieger, oder? Das war jetzt nicht meine Lieblingskrieger, muss ich ja sagen. Ah, was Servus, bin aus meinen letzten drei Games rausgeflogen. Verbindungsprobleme hatte ich jetzt auch die ganze Zeit. Mal schauen, wie das hier läuft. Die Server, ja, ich vermute mal, dass jetzt viele auch aufgehört haben, deswegen erstmal. Und ich hoffe mal, dass für mich jetzt die Server laufen. Das wäre natürlich Zucker, ne? Wenn es jetzt für mich hier gehen würde. Also meine erste Aufnahme, die ich ja heute früh rausgehauen habe, die lief richtig gut. Und ja, ich hoffe einfach nur mal, dass es so weitergeht. Wäre natürlich doof, wenn nicht. Aber auch herzlich willkommen an dich im Stream. Ich bin heute auch schon voll oft rausgeflogen. Ich habe eine Runde gewonnen und bin gleichzeitig aber auch vorm Ende noch rausgeflogen. Solche Dinge hatte ich heute schon. So. Dann müssten wir auch Inie gut mitnehmen können und setzen können. So. Wir wollen ja eh dann Demons reinbauen. So, wir können uns hier auch schön unsere DPS wieder anschauen. Das sieht auch hier gut aus. Weiß nicht, dieses andere, was wir gespielt haben, hier Arena of Evolutions, hier Chess Heroes. Ich glaube, das ist, hat sehr viele Parallelen hier zu dem hier jetzt, auch hier mit den Anzeigen und so. Ich glaube, da haben die auch ein bisschen hin und her abgeguckt. Aber ja. Obwohl ich schon fast sagen muss, dass ich es schon ein bisschen doof finde, dass man hier wirklich genau die gleichen Klassen und alles hat. Ist halt nur leicht anders teilweise, was die können. Das meiste ist aber gleich. So, hier haben wir den Kollegen nochmal. Wir könnten auch wirklich so ein paar Knights reinkaufen, ne? Ich glaube, das mache ich gerade mal. Ich glaube, das ist Luna. So. Den würde ich abgeben wollen. Wenn ich ihn jetzt abgebe, könnten wir XP kaufen und den Kollegen noch hinstellen. Könnte vielleicht es besser sein. Wir probieren mal hier in die Knights reinzugehen und ein paar Demons. Dass die schon dreimal Erster geworden. Was? Bin schon dreimal Erster geworden. Ja. Wie, ne, wie ich gesagt habe gerade, ist irgendwie voll komisch. Und stürzt dann ab, nur dann wird man sogar noch Erster. Bin aber im Moment dann auch nur Pawn 4 oder sowas. Ja, ich hätte halt echt Bock, das hier richtig viel zu spielen, aber wenn es halt nicht funktioniert, ne? Ist halt schade. Aber es ist ja eh im Moment nur Testserver, glaube ich. Ich glaube, wenn wir jetzt hier Ranked spielen und alles. Das bringt uns noch gar nicht so weit voran. Und wir können ja eigentlich mit dem Bullet Jet gar nichts anfangen. Ich mache ihn gleich aus. Weil wir lesen da eh nicht viel raus, außer ein paar Schriftzeichen. Bullet Jet off. Der nervt ja eigentlich nur. Die Mobile-Version ist aber hinten nach. Gibt ja auch keine Gods und noch alle Assassinen. Stimmt, ja. Okay. Vielleicht ist sie auch nicht hinten nach. So, oder hängt nach, sondern ne? Im Dings, was wollte ich denn sagen? Sondern, gib mir eine Sekunde. So, vielleicht wollen die dann wirklich ein paar eigene Sachen machen, ne?
Oder halt, ne, dachten sich so, hier wollen wir es vielleicht erstmal hier mit ausprobieren. Weil ich glaube, hier ein paar Einheiten mit rein zu programmieren, die sich schon für das andere programmiert haben, wird es kein Problem sein für die. Die haben ja das Ganze hier, wie heißt das, Dragon Nest oder Dragon Nest oder wie es ausgesprochen wird, das Team hinter sich. Und die haben ja schon so viele Mobile Games auf den Markt gebracht. Also nicht, dass es für die ein so großes Programmierproblem ist, hier noch neue Figuren hinzuzufügen. Ich glaube, da kommen die nicht länger als maximal 2, 3 Tage mit Tests und so dran, dass es nicht so stark verbuggt ist. Also würde ich es jetzt einschätzen. Natürlich auch sein, dass ich komplett unreal bin. Aber ja. So, wir nehmen ihn raus wegen Interest, sonst hätte ich den da genommen. Und Cookie, was? Du kannst Mobile nicht spielen? Hier, warum nicht? Entweder du kannst doch bestimmt auf dem Handy oder dann halt auf dem Laptop oder so spielen. Das verstehe ich nicht ganz. Das musst du erklären. Nebenbei mal. So. Wo kann ich nochmal meine KD sehen? Kann ich die überhaupt irgendwo sehen? Chat wollten wir nicht. Oh, hier wollte ich auch nicht rein. Dadurch ist mir schon mal abgeschmiert, dass ich nicht mehr kaufen konnte. Ich weiß es nicht. Aber wir können hier unsere Winning Streak sehen dann. Das ist ganz cool, dass man hier die Winning Streak sieht. Ja, dann muss man hier dann anklicken. Interest steht hier auch mit drinne und so weiter. Ist irgendwie, es fühlt sich übersichtlicher an, als jetzt zum Beispiel das letzte Spiel, was wir gespielt haben. Was? Aber ein iOS-Handy und BlueStacks funktioniert nicht bei mir. Und Nox Player? Das schon mal probiert? Nox Player gibt es ja auch noch. So, wie sieht's denn hier aus? 4 Stück bräuchten wir, ne? Mal wieder die Kombo-Liste aufmachen. Wir haben 3. Ich habe gerade ein Standbild. Ihr seht es, glaube ich, selber gerade, oder? Engine laden. Geile Sache. Ja, BlueStacks, komm. BlueStacks. Ah, oh, komm, komm, komm. Oh, lass mich bitte wieder in die Runde rein. War vielleicht ein bisschen laut mal wieder. Hat er den Sound wieder zurückgestellt? Hat das Ganze. Er hat komplett BlueStacks neu gestartet. Eieiei, wir kommen, glaube ich, wieder in die Runde rein, Leute. Ich glaube, wir kommen wieder in die Runde rein. Aber schon mal ein bisschen Gold gespart, ne? Muss man ja positiv sehen hier. Loading. Oh ne, sag mir nicht, es ist alles jetzt auf Koreanisch, Chinesisch oder sonst was. Sag bitte, du hast die englischen. Ein Ach, er hat die englischen Sachen drin, sonst wird dir der Tipp nicht auf Englisch stehen. So. Sind hier noch ein paar Knights drin? Nein, Prepare-Phase sind wir gerade frisch rein. Auf jeden Fall haben wir nicht verloren, das ist schon mal gut. Wir leveln auf. Das sind unseren Kollegen hier rein. So. Und ich gehe mal davon aus, dass wir nochmal gewinnen. Runde 9. Wir hauen ihn schon mal raus. Leider haben wir den Terrorblade noch nicht gesehen. Der wäre noch schön. So, der hier wird auch irgendwann rausgekickt dann. Sonst haben wir hier eh nur einen Knight und einen Anti-Mage. Was muss ich mal schauen? Das Ding ist, dein CPU muss halt ein bisschen dafür ausgelegt sein. Und nicht mal unbedingt die Grafikkarte, halt dein CPU. Wenn der CPU nicht gut genug ist, dann packt er halt diese virtuellen Maschinen nicht. Ich könnte jetzt bei mir zum Beispiel auch noch ein bisschen flüssiger das Spiel stellen. Dadurch, dass ich auf meinem CPU irgendwas aktiviert habe und wir haben gerade verloren. Uff, das war ja jetzt so klar, ne? Dass wenn ich da mein Anti-Match noch verkaufe, dann verliere ich auch noch. So, nehmen wir sie mal mit. Also was ich jetzt noch. Ah ja, das ist ein Shadow Fiend. Die Phantom Queen möchte ich jetzt mal nicht haben. Wir nehmen es erstmal so mit. Es ist halt so, dass das halt wirklich auch auf den Arbeitsspeicher und auf die CPU geht. Ich habe es jetzt so gemacht. Ich weiß gar nicht, wenn ich die Einstellungen öffne, seht ihr das? Skins in der Einstellungen. Wartet, ich gucke mal. Ne, ihr seht leider die Einstellungen nicht. Ich habe dem extra richtig viel Arbeitsspeicher noch zugewiesen. So viel wie ging. Oder ne, ich könnte noch mehr zuweisen, aber es hat so gereicht. Ich habe jetzt 3 GB zugewiesen. Das ist halt der Vorteil, wenn man dann halt einen höheren Arbeitsspeicher eingebaut hat. CPU macht da auch soweit mit, glaube ich. Ich kann ja mal gucken auf die Leistung von meiner CPU nebenbei. Task Manager starten, Leistung. Oh, die CPU ist hier durch. Und ich habe schon eine wirklich gute CPU. Ist jetzt zu 40 bis 60% immer hier und da mal ausgelastet, okay. Einer würde daran liegen, dass virtuelle Maschinen halt generell so sind, das weiß ich nicht. Aber es ist schon stark, glaube ich. So, können wir hier irgendwas schon mal kombinieren? Nein. Da wir so viele Items haben. Hier, zack, nimm du das. Na komm. Ach ja, wir müssen das ja hier so draufziehen. Ganz komische Geschichte hier. Das ist Lifesteal Increase. Kriegt auch er. Na, willst du das nicht oder wie? Ach so, jetzt habe ich ihm noch was anderes, glaube ich, zugeworfen hier.
Allein, dass wir schon wieder Verbindungsprobleme kriegen. Kann sein, kann sein, kann sein. Ist natürlich wieder nicht so schön, aber ja. Oh, nee, das ist auf jeden Fall falsch. Das hätte ich eher hier so drauf. Ja, ist okay so. Der Sound spackt gerade auch ein bisschen rum. Und ich hoffe, ich habe es nicht zu laut gemacht. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob es zu laut ist. Nee, sollte eigentlich passen, ne? Hier, diese Laundrid hat hier so ein... Also Unicorn heißt der hier. Hat so eine krasse Ulti in dem Spiel, finde ich. Mit diesem Flächending, wo sie hielt. Das finde ich so stark. Fast schon zu stark. So, hier ist nichts dabei, was wir haben wollen. Könnten ihn erstmal mitnehmen, aber ja. Wenn wir keine Network-Problems hätten, okay. Es ging doch. Ich wollte schon wieder so innerlich ein bisschen upragen. Also es geht hier wirklich darum, nicht so viel zu rerun, sondern schnell auf 50 Gold zu kommen, um aufzuleveln. Weil hier ist es so, dass die Leute hier, glaube ich, ein bisschen anders die Meta spielen. So kommt es mir auf jeden Fall rüber. Ich glaube, hier geht es darum, wer zuerst auflevelt, gewinnt am Ende das Ding. Kriegt dann auch seine Figuren zusammen, weil ja noch jeder irgendwie ein bisschen von allem kauft. Marcel, was habe ich vorhin versucht, das zu spielen, aber kann mich komischerweise nicht anmelden. Ja, wie gesagt, das Problem, also anmelden, mit, dass er so eine Fehlermeldung gibt, oder anmelden, weil deine Daten nicht funktionieren. Das ist jetzt die Frage. Wenn, dann musst du dich nochmal auf der Seite vorher einloggen, gucken, ob du vielleicht E-Mail bestätigen musst noch oder so. Das kann natürlich sein. Wenn du das gleiche Problem wie ich die ganze Zeit hast, dass du rausgeworfen wirst wegen Verbindungsfehler, dann ist ja. Hatten wir ja eben gerade auch noch. Hier im Stream, von daher passiert jetzt hier auch oft genug. Nochmal ihn. Thunder Spirit, dann hätten wir noch ein Spirit, Water Spirit. Ja, komm, wir gehen auch mal hier die Spirits rein, oder? Oh mein Gott, was die labern, ne? Hilfe. So machen wir es, glaube ich, mal. Sind die hier wie im normalen? Have strategy to turn attacker into stone. Oh, er has strategy to turn the attacker into stone. Elemente hier können richtig stark sein. Das heißt, die Moe-Version kommt mir vielleicht vor. Was kommt mir vielleicht davor? Aber wahrscheinlich, weil es nicht nur Hardcore-Spieler gibt. Naja, beim normalen gibt es ja auch nicht nur Hardcore-Spieler. Also, man muss es ja mal so sehen: Das normale Spiel ist ja so aufgebaut, dass 60% oder 65% alle in Knight hängen. Das Problem ist, dass da halt irgendwie das Ranked-System anders ist. Da ist das Ranglistensystem so, dass wirklich auch nur, sagen wir mal, das ist richtig getrimmt so. Auf 2%, die besten 2% sind da. Da sind dann nochmal die besten 1% und die besten 0,5% aller Spieler. Und das ist halt extra so darauf getrimmt, dass sie einfach 100.000% in Neid reinsetzen und ne, das so aufbauen. Nein, ich kann mein E-Mail nicht komplett eingeben. Er schneidet mir die immer ab. Also das .com und das kann ich nicht eingeben und die Fehlermeldung kann ich aufgrund der Sprache nicht lesen. Dann hast du eine E-Mail, die zu lang ist. Dann musst du halt eine kürzere E-Mail eingeben. Anders, vermute ich jetzt mal. Ich wollte auch, ich habe eigentlich meinen Steam-Account mit einer anderen E-Mail verknüpft. Damit kann ich mich zurzeit auch nicht einloggen, weil die einfach zu lang ist. Die E-Mail an sich ist schon 17 Zeichen lang. Und ja. Dann mit dem Rest, @blablabla und so weiter, passt auch nicht. Deswegen müsste ich hier jetzt meine E-Mail nehmen, die auch mit meinem YouTube-Kanal verknüpft ist und so weiter. Von daher alles easy. Das funktioniert auf jeden Fall. So, wir kriegen schon wieder auf die Fresse. Natürlich nicht so geil. Ja, ist komisch. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass sie im asiatischen Raum nicht so lange E-Mail-Adressen haben. Da haben die dann 4 Schriftzeichen und dann ist der Name voll. Vermute ich jetzt mal. Und bei uns hier in Europa denken wir uns dann so, what the fuck? Was war, warum? Oh, eine Luna ist fertig. Die nehmen wir natürlich mit. Ich werde mich, glaube ich, am Anfang nie an hier Lightblade. Nein, daran werde ich mich nie gewöhnen. Der darf, glaube ich, nicht länger als 20 Zeichen lang sein. Ja, irgendwie sowas. Und dann eigentlich denkt man ja so 20 Zeichen. Sollte ja eigentlich ausreichen. Und dann hat man plötzlich so eine lange E-Mail. Dann denkt man sich so, fuck. Irgendwas klappt da nicht. Ja, genau. Das ist noch so ein kleines Problem, finde ich, was sie unbedingt fixen müssten. So, ich weiß nicht, was ist an unserer Kombo noch kaputt. Auf jeden Fall Terrorblade hätte ich gerne. 6 Knights hätte ich gerne. Dragon-Kombo könnten wir vielleicht reinbauen, ne? Das habe ich voll verpennt. Die Dragons habe ich alle liegen lassen. Weil ich mir dachte, die brauchst du ja eh nicht. Obwohl, wir könnten 6 Knights gehen und 4 Elementals. Dann haben unsere Knights genug CC. Das könnte eigentlich auch not bad sein. So, kriegen wir hier irgendwas zum Kombinieren vielleicht rein.
Nö. Nur, nur der Schleichkram wie die ganze Zeit schon. Hier, nimm du das. So. Oh, hier ist er, der Terrorblade. Aber eigentlich ist er gar nicht mehr unser Ziel. Muss ich ja mal ehrlich sagen, ne? Ich würde mich jetzt eher hier auch noch davon einsehen. Hiervon noch zwei. Hiervon noch zwei und dann bin ich eigentlich glücklich. Deshalb packen wir das auch mal hier ein bisschen auf unsere mehr oder weniger Frontline-Charaktere auch mit drauf. Warum denn nicht? Zack. Bad Rider gehört auch eigentlich in die Backline, ne? Wissen wir ja, aber haben wir jetzt nicht gemacht hier. So. Ich glaube, hier wissen die meisten gar nicht, was sie wirklich machen. Wir wissen ja auch noch nicht hundertprozentig, was wir hier genau machen. Weil hier die Fähigkeiten auch alle leicht anders sind. Clown Druid finde ich hier zum Beispiel viel stärker. Razor weiß ich noch nicht. Der hat hier so komische runde Blitze. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen. Und jo, wie sieht's denn hier aus? Wir sind noch Zweiter. 79 Leben ist okay. Wir gehen halt auch schnell hoch. Wir können ja mal gucken bei den anderen. Der ist Level 7, so weit wie wir, glaube ich, ne? Ja. Hier ist noch ein Drache. Ja. Wollen wir das eingehen, dass wir entweder Drache gehen oder nein? Oder hier Spirits? Element, heißt das hier Elementals oder Spirits? Spirits, okay. Ich sehe mich halt. Also, ich denke mir so, dass sie nicht Chinesisch oder so sprechen, sondern Französisch. So wie die Figuren teilweise reden. Hab nur ich das? Das eine ist nicht Lone Druid, sondern ich meine noch Enchantress, I'm sorry. Ich meine ja die Enchantress. Lone Druid ist ja aber auch nochmal sozusagen da, ne? Entschuldigung, ich meine die Enchantress mit dem Unicorn. Und Lone Druid ist ja nochmal eine ganz andere. Tut mir leid. Ich habe mich gerade voll vertan. All Classes. Druid, hier, warte. Hier, Razor Claw ist es. Aber es ist ein Kira. No Match Pieces. Okay, wartet mal. Was ist denn das? Ach so. Uff. Darauf muss man erstmal kommen. So. Dann nehmen wir sie nochmal mit. Ich glaube, wir sparen einfach. Wir sparen und leveln auf, sodass wir in drei Runden hier durch sind wieder. Ach stimmt, Enchantress heißt sie ja. Das ist ein bisschen traurig gerade, dass ich da das falsch gesagt habe. So. Brauchen wir ihn hier eigentlich dann auch nicht mehr, ne? Den können wir jetzt schon abgeben. Können wir schon mal einmal aufleveln, so. Ja, ganz entspannt kriegen wir hier Stufe 8 durch. Also wirklich. So, unser Morphling hier kümmert sich auch noch gut mit rum. Wenn das hier jetzt läuft, können wir gleich noch eine Runde machen, würde ich sagen. Und danach machen wir nochmal ein, zwei Stunden Pause. Und dann gehe ich heute Abend nochmal live. Macht dir keinen Kopf. Ah, wenn ich mir einen Kopf mache, dann schön mit Shisha-Tabak, ne? Und dann, ja. So ein. Nee, das ärgert mich schon ein bisschen. Also langsam muss ich Ahnung haben von dem, was ich hier tue, ne? So, nächste Runde haben wir es sogar schon. Auf ganz entspannter Basis, sogar eine Runde vorher. Ist, glaube ich, soweit dann in Ordnung. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich dann setze. Stone Spirit wegen dem Versteinern. Weil wenn der ist eigentlich useless, ne? Ich habe schon fast lieber Knight da. Was hier für ein riesen Text dran steht und wie er trotzdem auf dem Bildschirm passt, ne? Und lesbar ist. Am Handy ist, glaube ich, schwierig, oder? Hier so ein langer Text. Hier haben die es auch mit den Demons Anlass gemacht. Den Demon Huntern, die Beschreibung. Aber ja, es wirkt halt genauso wie beim anderen. So, wir verlieren gerade ganz schön viel, weil wir wenig gerealt haben und viel auf Level gespielt haben. Aber sollte in Ordnung sein halt. Welcher war das? Hier, der hier. Ja, mit den 5 Schriftzeichen hört sich schon fast viel an teilweise hier, ne? Ich weiß nicht, was... Die haben teilweise dann auch wirklich Wörter, wo du dann so denkst, so, okay, wenn ihr das mit so vielen Schriftzeichen löst, eure Sprache, dann Hilfe. So. Den hier haben wir mal raus. Dann können wir in gesunder Manier das Level abbinden. Ja, komm, wir setzen mal eine Assassine mit rein, oder? Am liebsten würde ich ja schon mal den Dragon Knight ziehen. Ich glaube, hier heißt er auch Dragon Knight.
Und dann fehlt noch der Evil Knight oder Evan Evil heißt, wird es ausgesprochen. Moin Moin Shocks, herzlich willkommen zum Stream. Auch schon mal die Info an dich. Wir werden jetzt erstmal noch hier nach einer Runde wahrscheinlich Autoschluss Mobile spielen. Dann werden wir ein, zwei Stunden Pause machen. Dann werden wir, wenn das hier läuft, das hier spielen. Ansonsten wahrscheinlich Dota Autoschluss. Ganz entspannt. Ach ja, hier Leute, alle die gerade im Chat sind. Ich bin gerade dabei, ein neues Kanalbanner zu entwerfen. Hab davon sozusagen so die erste Version auch schon mal reingenommen auf meinen YouTube-Kanal. Wäre lieb, wenn ihr mir mal sagen könntet, was ich daran verbessern kann und so weiter. Ich selber habe da zwar auch noch so ein paar Pläne, was ich daran noch verbessern möchte. Aber alles, was euch auffällt, würde mich freuen, wenn ihr mir da auch nochmal von euch so einen kleinen Hinweis gebt. Aber damit ich wirklich sehen kann, ey, ja stimmt, daran habe ich vielleicht gar nicht gedacht. Oder daran sollte ich noch schrauben, was? Heißt, das Stream ist wieder um, ja, so gegen 9 stream ich wieder. Das könnte hinhauen. Vielleicht auch schon 8:30 dann. Wir schauen mal. Weil Armstream ist ja eh immer meistens cooler. Wir haben jetzt heute gestartet, weil ich so oder so hier noch ein bisschen die Spiele rumprobieren wollte. Und ob ich das jetzt offscreen mache oder im Stream, dachte ich mir, mache ich mal Stream an. Weil schadet halt wirklich nicht, ne? Vielleicht euch, weil ihr mir zuschauen müsst, aber ansonsten mir schadet es ja nicht. Ich habe irgendwie keine Benachrichtigung erhalten dieses Mal, lol. Okay, ja, also wie gesagt, wenn du spätestens um 9 keine Benachrichtigung bekommen hast, weißt du, okay, da ist schon jemand online. Jetzt kriegen wir aber ganz schön auf die Fresse hier. Der hat ja auch schon Dragon Knight, glaube ich, ne? Ja, den Dragon Knight 2 sogar, wir ziehen keinen. Der wäre uns gerade so wichtig, hier Evil Knight, den brauchen wir aber auch. Ja, klar, sprich weiter. Bin ich voll drinne. Komm, dann haben wir ihn schon mal raus und packen ihn mit rein. Und Reroin hier mal. Ja, sie nehmen wir natürlich noch mal mit. Ihn nehmen wir noch mal mit. Reroin weiter. Oh, und Doom. Oh, und Frost Knight. Frost Knight ist aber gerade unwichtig. Dark Spirit ist sehr wichtig. Dark Spirit ist schon mal wichtig. Thunder Spirit ist auch noch mal wichtig. Ach, haben wir ja sogar noch Platz für. Water Spirit ist auch noch mal wichtig. Zack. Machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Hier kommt ein Kumka-Schiff komisch an. Okay. Das war hier den Enigma schon so früh ziehen. Sehr schön, dann bauen wir das erstmal auf. Und danach die Night-Kombo. Ist hier noch irgendwas Wichtiges dabei? Noch ein Knight gleich. Okay, dann können wir ihn erstmal raushauen. Und nehmen ihn mit rein. Es fehlt halt nur er hier. Und dafür nehmen wir jetzt erstmal ihn noch mit raus. Ja, hier brauchen wir im Moment nicht mehr sonst von. Jetzt haben wir halt alle 4 Spirits, glaube ich, auf dem Feld. Ne? Oh. Ich wollte doch gar nicht zu wem anders hier. 4 Spirits, 4 Knights. Und ein Demon, das ist der Chaos Knight, das ist fein. Viel besser ist der alte, aber die Schrift ist nicht so meins. Was? Viel besser ist der alte. Jetzt bin ich gerade nicht drin. Welche Schrift ist nicht so deins? Achso, das meinst du. Die Schrift ist nicht so. Viel besser ist. Achso, der Kanalbanner. Stimmt, ich wollte ja. Ich bin auch. Siehst du, so ein Träumer bin ich mal wieder. Ja, die Schriftart habe ich ja, genauso übernommen, wie ich das immer bei meinen Videos nehme. Nur deswegen habe ich die genommen. Ich habe schon überlegt, ob ich da wirklich was ersetze. Auch farblich stört es mich noch ein bisschen. Ich hätte auch gerne mehr Bilder von der Autoschluss Mobile Version, weil die passt da gut rein. Man sieht ja so ein bisschen, da habe ich auch noch so ein bisschen gemurgelt bis jetzt. Wartet mal, wir müssen hier noch uns das Upgrade holen für den Kollegen. Rank Up, zack. Ah komm, gib mir das Rank Up. Dann nehmen wir ihn nochmal runter und packen ihn dafür hin. Und leveln. Genau, wartet, ich muss nochmal selber auf meinem Kanal kurz nebenbei gucken. Wo sind wir denn hier? Haben noch in Ordnung Leben. Ja genau, ich wollte ja die Links, die drei noch ersetzen, aber ich hatte keine Mobile-Version davon, keine Bilder mehr. Man sieht so ein bisschen bei dem Mobile-Ext, dass da oben rechts so ein bisschen gemurgelt wurde. Da habe ich halt ein bisschen selber Farbe hinzugemalt, genauso wie bei dem Liken von der Mobile-Version. Da habe ich links oben auch ein bisschen, ich habe überall in den Kanten so ein bisschen gemogelt, weil die Bilder nirgends so richtig reingepasst haben. Zweiter ist oben auch noch eine blaue Linie, die ich zum Beispiel selber verbessern wollte noch. Das sind so meine eigenen Kritikpunkte, die ich alle noch machen möchte. Jetzt einfach mal so als Beispiel. So, wir kriegen hier schon wieder auf die. Wieso kriegen wir denn gerade von jedem auf die Fresse? Als ob diese Combo hier nichts bringt. Das kann mir keiner erzählen, dass wir hier jetzt irgendwie eine schlechte Combo erwischt haben. So. Nochmal weiter auf, der bringt gerade nichts. Können wir noch eine Runde warten. Ich verstehe es nicht, warum wir gerade so hart auf die Fresse fliegen hier.
Wir haben 4 Spirits, wir haben 4 Knights. Na klar, wir haben keinen Dragon Knight. Oder wir haben sogar 5 Knights an sich. Es fehlt halt wirklich nur dieser bescheuerte Dragon Knight. Und ich würde mich freuen, wenn wir ihn wirklich ziehen würden. Ich glaube, der würde uns nochmal richtig stark boosten. Wir haben ja sogar den Razor jetzt 2 hier. Wenn der es nicht ist, dann ist es keiner. Weil andere unserer Figuren können halt alles auch zu Stein verwandeln, ne? Durch den Spirit-Bonus. Deswegen verstehe ich nicht, warum das auch nicht so wirklich was würde. Das hier waren ja eh NPCs sogar. Aber ja, sogar die NPCs haben wir nicht gepackt. Skullhunter, Venom... Das ist der Alchemist hier, der ist hier Venomancer. Auch sehr interessant. So. Wie wär's denn Spiel? Spiel gönnt uns aber auch nichts irgendwie. So kommt es mir vor. Bisschen schade. Was die Mobile schicken sind so viel... Was schicken sind so viel stärker? Was schicken? Welche Hühnchen denn? What? Erstmal überfordert. Achso, das ist die Mob-Runde, die 25er meinst du? Achso, ja. Ich hab die immer noch unter Harpien im Kopf. So hießen die am Anfang. Ja, ich finde das aber gut, dass das hier ein bisschen schwerer gemacht wurde. Nur irgendwie wundert es mich, warum wir so schlecht gerade hier in der Runde dastehen. Wir haben Kombos gut gekauft und so weiter. Irgendwie ein bisschen schade. So, hier die nächste Luna einfach mal fertig, weil unseren Dragon Knight sehen wir ja irgendwie eh nicht. Was haben wir denn hier? Noch eine. Ich würde sie auch erstmal auf 3 nehmen, ne? So ist nicht das der Dragon Knight. Ich hab ihn gesehen. Ich habe dich gesehen. Dann müssen wir jetzt. Wir müssen in 2 Runden komplett aufleveln. So der neue Plan. Du kommst wieder weg, wegen Interest. In 2 Runden ist die Geschichte hier durch für uns. Dann haben wir 6 Knights, 4 Spirits stehen. Und wenn das nicht funktioniert, Leute, dann komplett vorbei. Dann ist komplett vorbei. Wir hätten natürlich gerne Stufe 2. Aber wenn es halt nicht sein soll, ne, dann nehmen wir das auch hin. So, Enigma-Feld hier ist noch in Ordnung. Hä? Na komm. Den hier kannst du noch mitnehmen. Sehr schön. Den hättest du auch noch mitnehmen können. So ist ja jetzt nicht, ne? Hätte ich mir schon selber gegönnt, dass du den auch noch mitnimmst. Oh, das ist wieder ein Dragon Knight. Den nehmen wir natürlich dann auch nochmal mit. Und hier links ist schon der Platz für unseren Dragon Knight-Kollegen. So, das wird halt gleich sehr, sehr teuer. Aber ich habe Angst, dass wir sonst rausfliegen. Ist halt wirklich vor Runde 30, Stufe 10 zu erreichen, ist sehr, sehr early. Anfang Runde 29 ist sehr, sehr early. Hier, wenn ich mir hier den ersten angucke, der Stufe 7. Der Stufe 7? What? Der Stufe 9, okay. Wenigstens ein anderer auch noch Stufe 9. Alter, im Moment erst, das ist einfach Stufe... Also, die sind beide erst. Der eine Stufe 7. What the fuck? Wie viel hat der gererun und wie viel Luck hatte der dann? Obwohl, wir gewinnen gerade eine Runde. Heißt das, ich will vielleicht noch warten? Nee, ich will nicht warten. Ich will die Kombos hier auch aufs Feld halt bringen, ne? Wohl. Den nehme ich erstmal mit. Zack, Rank up. Zack. Ja, komm, wir ziehen's durch. Wir rerun jetzt aber nicht, weil wir sparen wieder hoch. Klingt komisch, ist aber so der Plan. Na komm, du nach da. Jetzt haben wir... Oh, no, ich hasse, dass ich immer auf andere Felder geworfen werde. Denk nicht, was wäre besser als Enigma? Ich will aber, Spirit-Kombo haben. Wenn ich Enigma runternehme, habe ich die ja nicht mehr. Ich hätte da eher dann vielleicht sogar den... Wenn ich einfach den Spirits runtergenommen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich den Tiny runtergenommen. Aber jetzt sollten wir eigentlich stark genug sein. Eigentlich. Kann natürlich jetzt noch irgendwas Schlimmes passieren, dann nicht. Aber ich gehe eigentlich mal davon aus. Und ich muss sagen, der Bullet Shed ist ja schön und gut. Aber ich finde hier in der Mobile-Version ist es einfach so viel angenehmer ohne, weil man einfach nur Schriftzeichen zur Zeit sieht. Wenn das ein bisschen zurückgeht, dann wird es auch angenehmer, ne? Weil, guckt euch das hier an, wenn ich den jetzt wieder anmache. Wie der hier gleich durchackert. Den machen wir auch gleich wieder aus. Hier, das... Ich find's schon nervig. Kann vielleicht an mir liegen, aber ich mag das nicht. Ah ja, was?
Der ist auch elementar, ja. So. Ja, das machen wir sofort wieder aus. Die Infos bringen uns auch nicht wirklich weiter. Ja, genau, elementar. Hier jetzt der Spirits. Ja, wie siehst du, wir leben gleich mit den neuen Namen. Wir können damit arbeiten. Oh, ist das hier der Human Bonus bei Soraya? Ja, ne? Ja, Humans, okay. So, Dragon Knight 2 wäre halt auch noch wichtig. Das wäre noch so ein Ding, wo ich sage, okay, das sollten wir haben. So. Und am liebsten halt auch wieder 50 Gold. Jetzt können wir halt so ein bisschen rumalbern und rumspielen, weil wir stehen meiner Meinung nach. Oh, ich hasse dieses Ranzoomen, ne? Weil wir stehen meiner Meinung nach gut da. Guck mal, wie viele Items wir hier haben und wir kriegen nichts durch, richtig. Da ist er, Dragon Knight. Auch komplett entspannt, denkt er sich so. Denkt er sich so, ja, jetzt habe ich Zeit für dich. Ja, und dann kriegt er jetzt auch erstmal Ausrüstung. So, irgendwas rein hier. Obwohl eher Mana, oder? Zack, dann geht das hier noch auf ihn. Keine Ahnung, was ich an Items da verbaue, aber so sollte es nice sein. Eine Luna fehlt. Nee, hä? Achso, das hier ist eine Luna 2. Das heißt, zwei Stück fehlen uns noch. Okay. Den Chaos Knight würde ich auch gerne wenigstens auf 2 ziehen. Der steht noch auf 1, glaube ich, drin, ne? Ja, ich glaube, das ist mal eine interessante Kombo, die wir hier auch ausgepackt haben. Die könnte man vielleicht auch mal im normalen dann auspacken. Weil ich glaube, das Elemente mit den Knights, die Knights sind halt so tanky. Und wenn die Gegner noch versteinern dazu. Ja, was sollen die Gegner machen, ne? Die Kombo kann man halt perfekt ausspielen. Ich habe es halt auch früher immer gerne so gespielt, dass ich halt auch zu den Elementaren oder zu den Spirits, egal wie man jetzt sagen möchte, immer dann halt passend dazu gekauft habe. Wenn ich ihn genommen habe, habe ich dann vielleicht drei Warlocks reingekauft. Dann habe ich zu dem Stein hier, zum Tiny, noch drei Krieger reingeholt. Und hier vielleicht, dann entweder vielleicht drei Assassinen oder halt vielleicht noch ne, Treu-Bonus oder halt auch hier den Knight-Bonus. So wie es halt gepasst hat. Man konnte nicht alle vier Kombos spielen, man kann maximal drei spielen, ne? Wenn man da über die erste Kombo haben möchte. Und das hat eigentlich auch immer sehr viel Spaß gemacht, muss ich ja ehrlich sagen. Ich glaube, hier Knight und Spirit sind auch sehr stark. Auch wenn die null eigentlich miteinander harmonieren, im Sinne von, es gibt eine Einheit, die das beides hat und verbindet. Aber es passt halt perfekt aufs Feld und ja, wird hoffentlich unser Comeback. Ah, wird hoffentlich unser Comeback. Vielleicht habe ich auch gelogen. Boah. Oh, jetzt habe ich es nicht gesehen. Da war bestimmt was Gutes dabei. Tja. Nehmen wir ihn noch mit. Wir müssen jetzt wieder all-in gehen, ne? Das hier ist halt sehr gut. Zack. So. Hier ist kein Knight dabei. Hier ist der kleine Kollege dabei. Hier ist kein Knight dabei. Hier ist ein Standbild dabei. Oh ne. Sag nicht, das Spiel hat sich schon wieder aufgehangen. Jetzt am Ende. Immer am Ende hängt es sich auf. Oh nö. Wenn, dann würde ich auch gerne sehen, wie wir gepunished werden hier. Ja, dann starten wir es nochmal neu. Dann starten wir es nochmal neu. Din, din, din. Das würde ich gerne noch zu Ende sehen, die Runde. Das ärgert mich hier gerade ein bisschen. Er lockt uns schon mal ein. Das ist schon mal gut. Na komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Schön. Jetzt können wir, glaube ich, jetzt müssen wir mal reinklicken ein paar Mal. Na? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nochmal neu, nochmal neu. Dabei lässt uns nicht rein, oder? Es ist ja fertig geladen, ja, nochmal neu, komm. Ah, uff, ey, Leute, uff. Das ist immer schade, dass man dann die Games so nicht zu Ende sieht. Das hätte ich halt auch noch gerne, ne? Dann wäre das. Ich weiß halt nicht, warum die das sozusagen verkackt haben. Dass es nicht richtig funktioniert, wie es sein soll. Es ist so schade. Ich finde es so traurig. So. Ja. Kommen wir jetzt wieder rein in die Runde? Disconnect vom Server, please check your Internet. Yes. Ja. Ist das wieder. Ja, das ist hier wieder die Runde. An den Namen konnte ich mich erinnern. Mit dem Y hier. Schauen, ob wir schon rausgeflogen sind. Wäre cool, wenn nicht. Ah, komm. Ja. Wir leben. Oh, wir sind im 101. Uff.
Aber wir leben. Und wir hätten gerne einen Chaos Knight. Müsst ihr genau die Namen lesen gerade, ne? Hier ist ein Dragon Knight. Dragon Knight ist jetzt unwichtig geworden. Den haben wir ja hochgezogen. Den ranken wir auf der Hand ab. Da haben wir aber auch ein Zweier stehen hier, ne? Oh, Leute, Mann. Wie zoomt er denn dann immer ran? Hier aber auch ein Stehen davon, okay. Ein Abaddon. Ah, jetzt kommt hier eh der Drache. Ah, dann nehmen wir den Kollegen hier mal mit. Hier ist nichts dabei. Oh, Leute, hier war da was dabei. So. Okay, wir haben den Drachen schon mal gepackt. Zack. So, das ist schon mal wichtig hier alles. Oh, ein Demon Edge, ne? Da kriegt die Luna, weil die Stufe 3 ist. Also, unser Enigma fehlt uns nochmal, sehe ich gerade. Ja, das ist unser nächster Fokus drauf. Oh, da war noch ein Evan Knight. Oh, ich sehe das immer so spät. Ich sollte hier viel langsamer durchgehen. Aber muss halt auch gleichzeitig rechtzeitig schaffen. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Der ist 2, den hier brauchen wir nicht mehr. Den hier brauchen wir nicht mehr. Den hier wollen wir nicht mehr. Wir wollen nur noch die beiden haben jetzt. Entweder es wird hier was oder nicht. Hell Knight wollen wir auch nicht. Hiervon wollen wir auch nichts. Ich gucke nämlich auch schon immer auf die Namen hier, ne? Ne, hiervon wollen wir auch nichts, wie es aussieht. Soll der hier nicht einen Riki darstellen, der Pilz? Das frage ich mich. So, hier stompen wir auf jeden Fall drüber. Das wird noch der Win. Das wird noch der Win, Leute. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Rerollen wir. Rerollen wir. Wollen wir alles auch nicht haben. Wollen wir alles auch nicht haben. Oh, ein Disruptor ist hier meine. Ja, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Der fällt mir jetzt erst auf. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. So. Ah, so ein Enigma wäre halt noch schön, ne? So ein Enigma 2 hier mit stehen zu haben. Oder halt der Evil Knight oder Evil Knight 3. Wäre halt auch ein Ding, ne? Aber kann ja nicht alles haben. So. Ich finde geil, dass wir ihn jetzt plötzlich stompen. Hier, wartet mal. Wir können ja auf sein Feld gucken. Gucken, was er gekauft hat. Er ist ja auch sehr weit gekommen gegen uns. Er hat 4 Knights, 3 Dragons. Was, you died? Okay, abgelogen. Das war's dann wohl mit der Runde. Keep watching. Ja, wir bleiben noch kurz drin natürlich. Rank 2, okay. Rank 2 ist in Ordnung, Leute. Gegen Rank 2 können wir nichts sagen, ne? Ist okay. So. Dann an alle, die das YouTube-Video gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen an die. Und alle im Stream. Wir machen jetzt natürlich gleich wieder normal weiter, ne? Gucken nur, wie viel wir hier noch kriegen. Sehr schön. Porn 5. Auch wenn es hier auf dem Testserver wahrscheinlich nichts bringt. Aber ja, dann alle, die auf YouTube geguckt haben, das Video im Nachhinein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut da rein.